Mit Sonne und guter Laune geht's in die neue Woche. Es ist auch schon wieder die letzte im April, wie die Zeit rennt. Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Montag. Bei uns geht's heute dahin, wo wir alle schon lange nicht mehr waren, ins Hotel. Wir wollen wissen, wie die Zeit ohne Gäste genutzt wird. Außerdem erfahren Sie, was an dem Gerücht dran ist, dass Klaus-Dieter Wollitz wieder den FC übernimmt. Fakten gibt es hingegen bei den Corona-Zahlen. In Cottbus kommen 16 neue Fälle dazu. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 180. Unter Quarantäne stehen momentan über 1200 Menschen. Im Kaltin-Klinikum und im Sana-Herzzentrum werden 34 Patienten behandelt. Davon liegen 20 auf der Intensivstation. Währenddessen hat es einen Corona-Ausbruch in einem Cottbuser Supermarkt gegeben. Nach unseren Informationen sollen alle Mitarbeitenden positiv getestet worden sein. Der Markt in Sanno ist vorübergehend geschlossen. Einchecken, Zimmer beziehen, auschecken. Eben der ganz normale Alltag für die Servicekräfte in den Hotels. Doch davon ist kaum noch etwas übrig geblieben. Nur vereinzelt übernachten Gäste für berufliche Zwecke. Dabei wäre jetzt Hochkonjunktur. Die Hotels befinden sich stattdessen im Dornröschenschlaf. Ein Cottbuser Hotelier zieht trotzdem etwas Positives draus. Es sind fast alle Betten belegt. Das würde Hotelier Frank Ulrich normalerweise mitten in der Saison sagen. Durch Corona fehlen im Sorath-Hotel aber gerade die Touristen. Das drittgrößte Hotel in Cottbus beherbergt aktuell zum Beispiel Patienten, Profisportler und Geschäftsleute. Frank Ulrich und sein Team sind, trotz anfänglicher Schockstarre, bisher gut durch die Krise gekommen. Im Moment wird das Hotel sogar ausgebaut. Der gute Standort und ein gesundes Wirtschaften in den letzten Jahren haben dazu beigetragen. Aber ohne staatliche Hilfen hätte auch dieses Hotel nicht lange überlebt. Wir wären lange nicht mehr am Markt, wenn es das Kurzarbeitergeld nicht gegeben hätte, wenn es die Überbrückungshilfe 1 nicht gegeben hätte, die Soforthilfe von Vaterstaat. Überbrückungshilfe 2, beziehungsweise jetzt sind wir schon in der 3. Und bei aller Kritik, alles das, was aufgelegt ist an Programm, hilft der Branche ungemein. Hotels und Pensionen außerhalb der Stadt geht es weit schlechter. Laut Deutschem Hotel- und Gaststättenverband gab es im Februar 76% weniger Übernachtungen als im letzten Jahr. Das hat sich auch zum Saisonstart über Ostern nicht geändert. Cottbus ist da jetzt nicht ganz so betroffen, aber es gibt durchaus Regionen in Deutschland, die haben einfach ein Überangebot an Hotels, die auch zum Teil nicht wirtschaftlich arbeiten können, weil sie einfach einem Preisdruck ausgesetzt sind. Dort wird es eine Marktbereinigung geben. Auch für Frank Ulrich ist es jetzt gerade nicht möglich, für den Winter vorzusorgen. Das Sorath-Hotel und viele andere werden auch weiterhin auf Hilfen angewiesen sein. Die Zimmer stehen bereit, aber ohne Touristen geht es eben nicht. Viel Alkohol und feiern bis in die Morgenstunden. Das klingt nach einer guten Party, nur halt nicht während der Pandemie und wenn die Teilnehmer minderjährig sind, dann erst recht nicht. Am Sonntagmorgen muss die Polizei deshalb in eine Kleingartenanlage in Cottbus-Ströbitz ausrücken. 4 Männer haben dort gefeiert. Ein 17-Jähriger war stark betrunken und hat auf die Polizisten eingeschlagen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gestellt. Außerdem haben alle Beteiligten gegen die Eindämmungsverordnung verstoßen. Der Abgang von Dirk Lottner bei Energy Cottbus ist überraschend, doch irgendwie hat es sich auch angedeutet. Er hat es zwar geschafft, den abstiegsbedrohten FCE wieder ins Mittelfeld zu holen, allerdings wurde seine Mission durch den erneuten Lockdown recht früh gestoppt. Viele Fans wünschen sich jetzt Pele Wolle zurück. Ob er in Frage kommt, darüber informieren wir in den Kurznachrichten. Zurück zum FCE. Nach der Trennung von Dirk Lottner ist Energie Cottbus wieder auf Trainersuche. Eine mögliche Rückkehr von Ex-Trainer Klaus-Dieter Wollitz ist dabei nicht auszuschließen. Bereits im März bezeichnete der 55-Jährige seinen FCE-Abschied als Fehler. FCE-Präsident Sebastian Lemke äußerte sich dazu eher zurückhaltend. Derzeit prüfe man zwar jede Option, dabei müsse man aber auch die Finanzen im Blick haben. Wollitz ist noch bis zum 30. Juni vertraglich beim 1. FC Magdeburg verpflichtet. Bündnis für lebendige Innenstädte. Heute hat das Infrastrukturministerium gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Industrie- und Handelskammern Brandenburgs eine Vereinbarung zur Gründung des Bündnisses für lebendige Innenstädte unterzeichnet. Das neue Bündnis versteht sich als strategische Kommunikations- und Austauschplattform mit dem Ziel, gemeinsam an einer Zukunft für die Brandenburger Innenstädte zu arbeiten.
Das Bündnis wird zunächst für 6 Jahre geschlossen. Geld für Ostseerundweg. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur unterstützt die Stadt Cottbus bei der Planung sowie dem Bau der Radwege im Bereich des künftigen Cottbuser Ostsees. Dazu zählt auch die Umsetzung des Kunstprojektes an der Seeachse. 4,6 Millionen Euro hat die Stadt insgesamt erhalten. 3 Millionen Euro gehen dabei an die Seeachse. Die restlichen 1,6 Millionen Euro sollen in die Planung des Radrundweges gesteckt werden. Die Tiere und Besuchenden des Cottbuser Tierparks können sich freuen. Er ist wieder geöffnet. Die Gäste müssen allerdings am Eingang ein negatives Corona-Testergebnis vorzeigen. Das darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss in einem Schnelltestzentrum durchgeführt worden sein. Für Kinder ab 6 Jahren ist das ebenfalls Pflicht. Wer bereits vollständig geimpft ist, braucht aber keinen Test zu machen. Im Park selbst gilt weiterhin die Maskenpflicht. Mit der Seilbahn vom Hauptbahnhof zum Ostsee. Klingt erst einmal verrückt, doch 3 Cottbusser sind davon überzeugt. Denn eins ist klar, um das künftige CO2-freie Hafenquartier mit dem Zentrum zu integrieren, braucht es eine gute Anbindung, die vor allem klimafreundlich ist. Und wenn Köln schon die Rheinseilbahn hat, dann kann durch Cottbus doch auch die Ostseeseilbahn fahren. Mit der Seilbahn vom Hauptbahnhof zum zukünftigen Ostsee. Eine 3-köpfige Initiativgruppe möchte diese Vision Wirklichkeit werden lassen. Viele Cottbusserinnen und Cottbusser stellen sich dabei sofort die Frage, ist das Spinnerei oder eine geniale Idee? Wir hatten mit Jens Taschenberger und Tobias Schick die Idee einer Seilbahn, weil wir sie einfach spannend fanden, weil es das hier in einem Flachland nicht geben kann offiziell. Und was es am Ende ist, wird sich ja herausstellen, weil die Stadt ja auch eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hat. Nach den Entwürfen soll die Seilbahn als erstes Ziel das Sandower Dreieck ansteuern. Mit guter Anbindung an Parkeisenbahn, Cottbuser Parklandschaften und Energiestadion. Über die neu entstehende Seevorstadt geht's dann weiter bis zum Hafenquartier, direkt am Ostsee. Geplant ist eine Gesamtlänge von ca. 6 Kilometern. So viel zur Theorie, aber am Ende muss das Ganze auch in der Praxis funktionieren. Es kommt darauf an, dass so eine Verbindung permanent fahren kann, dass sie preiswert ist. Und preiswert, da bin ich kein Experte, aber da sind ja jetzt Experten dran, das wird genau beleuchtet. Und genau hier haben einige ihre Zweifel. Für die Cottbuser Ortsgruppe des Verkehrsclubs Deutschland ist eine Seilbahn zwar im Bau billiger als zum Beispiel eine Straßenbahnlinie, aber beim Betrieb wären die Kosten problematisch. Man müsste mit der Seilbahn einen Tarif kriegen, der ungefähr in der Nähe des Tarifs von Cottbus-Verkehr liegt. Das heißt, wenn ich an einen Automaten gehe und mir ein Einzelfahrticket kaufe, kostet das 1,90. Damit ist die Fahrt nicht bezahlt. Die Stadt gibt ungefähr 40% zum Fahrpreis dazu. Das heißt, man kommt auf einen Ticketpreis eigenwirtschaftlich von rund 3,20, 3,30. Ein Einzelfahrschein bei der Berliner Seilbahn zum Beispiel kostet 4 Euro für eine 1,5 Kilometer lange Strecke. In Koblenz zahlen die Fahrgäste für hin und zurück schon 12,50 Euro für nicht einmal einen Kilometer. Wovor ich warne, ist, dass man zu sehr die Seilbahn, wie sie in Cottbus und in der Lausitz gebaut werden kann, mit den üblichen Seilbahnen vergleicht. Denn ich glaube, das Besondere, das, was wir uns wünschen, ist, dass es in den Nahverkehr mit einbezogen wird. Und die meisten Seilbahnen, die man aus dem Winterurlaub kennt oder aus Koblenz und anderen Städten, das sind ja reine touristische Seilbahnen. Ich glaube, das ist das Neue und ich freue mich auf die Ergebnisse. Für den VCD sollten beim Thema Mobilität Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen. Eine Anbindung zum Ostsee per Straßenbahn sehe der Verkehrsclub als bessere Alternative. Wir haben die Linie 2, die nach Sandow fährt. Die könnte man wunderbar verlängern über die alte Bahntrasse, die nach Frankfurt führte. Diese Trasse ist im Moment noch frei. Da könnte man sofort Straßenbahnschienen drauflegen. Ob nun Seilbahn, Tram oder gar beides, was am Ende gebaut wird, ist noch offen. Für die 3 Initiatoren wäre aber eine Stadtseilbahn ein Projekt mit Signalwirkung für den gesamten Wandel in der Lausitz. Spinnerei oder ein gut funktionierendes Konzept, das wird sich zeigen. Aber so bleibt der Ostsee wenigstens im Gespräch. Ausgelassen feiern und einen Star nach den anderen erleben. Das Cottbuser Stadtfest sorgt jedes Jahr für jede Menge Stimmung. Im letzten Jahr ist es natürlich ausgefallen. Ob es für 2021 eine Chance gibt, das wollen wir morgen vom Veranstalter wissen. Ich bin dann wieder für Sie zur Stelle. Schönen Abend und machen Sie es gut.
there's a light, a certain kind of light that never shone on me. Finally got you, ain't got you, babe. Don't know what it's like. Der neue Renault Captur, so vielseitig wie sie. Jetzt Probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Du studierst oder machst eine Ausbildung? Dann wird es Zeit für deine erste eigene Wohnung. Zusammen mit der EG Wohnen. Ab 299 Euro im Monat für eine Dreiraumwohnung in fast jedem Stadtteil von Cottbus. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann lass dich doch einfach beraten. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. Es grünt und blüht im ganzen Land. Trotz Corona kann der Geranienmarkt in diesem Jahr stattfinden. Am 6. und 8. Mai auf dem Stadthallenvorplatz und am 7. Mai auf dem Postparkplatz. Gärtnereien aus der Region präsentieren in vielen Farben und Formen alles, was Heim und Garten erblühen lässt. Weitere Informationen unter geranienmarkt-cottbus.de.